Nun denn, lasst mich euch zum zweiten Teil meiner Preview begrüßen. Dieses Mal, wie ihr schon gesehen habt, geht es um ein Spiel von Taito. Es wurde 1995 in Europa herausgegeben und nennt sich Lufia. Zumindest in Europa. In den USA nennt es sich Lufia 2, Rise of the Sinistrals und ist eigentlich der zweite Teil der Lufia-Serie. Der erste ist in Europa nie erschienen. Allerdings macht das überhaupt nichts, weil das hier das Prequel zum ersten Spiel ist. Und hier spielt einen Dämonenjäger, der von einer Prophetin beauftragt wird, die Höllenfürsten zu bekämpfen. Und dazu braucht ihr das Lufia-Schwert. Meister. Erre, ich möchte dich etwas fragen. Ja, Herr? Werden wir die Welt beherrschen? Welche Frage? Wie sind die Herrscher? Doch warum fragst du, Herr? Die Zeit der Entscheidung naht. Du meinst, dass du für Schwert erklingt? Wirst du gehen? Jawohl, Herr. Und das hier ist einer dieser Höllenfürsten. Es sollte insgesamt drei von ihnen geben. Und ja, was könnte ich sonst noch erzählen? Im Grunde gesehen habe ich eigentlich schon alles erzählt. Viel gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Und in diesem Sinne möchte ich schon fast behaupten, schauen wir uns noch ein weiteres Video an. Wie da die Seele durch die Gegend fliegt. So, und diese Inselformationen sind ja ziemlich verdächtig mit dem Triforce-Boss, ehrlich gesagt. Lufia ist ein RPG, ebenso rundenbasiert wie auch Final Fantasy und ja, mehr gibt es aber auch, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Also in diesem Sinne würde ich sagen, auf zum nächsten Spiel. So, das nächste Spiel, das ich dir vorstellen möchte, nennt sich Secret of Evermore, ist von Squaresoft entwickelt und 1996 in Europa erschienen. Das Spiel ist exklusiv in den USA und in Europa erschienen, das heißt nicht in Japan, was ja schon fast einen Monat, aber nun gut. Das Spielsystem ist im Grunde dasselbe wie in Secret of Mana, dazu komme ich dann später noch. Und ja, im Grunde gesehen ist es einfach nur ein Action-RPG oder Action-RPG, je nachdem. Das heißt, die Kämpfe finden in Echtzeit statt, wie man hier ganz schön sehen kann. Nach einer Attacke braucht man eine gewisse Zeit, um sich aufzuladen. Soviel zum Thema dazu. Nun zur Geschichte. Ihr seht es schon. Hier wechseln die Szenen relativ oft und der Begleiter des Jungen sieht jedes Mal ein bisschen anders aus. Nun gut, was gibt's dazu zu sagen? 1965 in Groß-Ostheim gab es ein geheimes Labor. Dort wurde eine Maschine entwickelt, die es ermöglicht hat, in eine selbst erschaffene Welt, das Evermore, zu gehen. Doch bei der Vorführung gab es einen Unfall. Und alle, die daran beteiligt waren, wurden einfach in dieses Evermore gezogen. Dann, 30 Jahre später, findet genau dieser Junge, den wir hier sehen, in dem Labor diese Maschine und verschwindet ebenfalls im Evermore. Er versucht dort herauszukommen, allerdings stellt er relativ schnell fest, dass irgendjemand
Gotten seine Finger im Spiel hat und ihn eben nicht lässt. Meint, dass da irgendjemand die Fäden zieht. So viel zum Thema Secret of Evermore. Und ich würde ganz pauschal sagen, wir gehen jetzt weiter zum nächsten. Ich habe schon angedeutet, dieses Mal schauen wir uns an, was Secret of Mana macht. Es ist 1993 in Japan erschienen und 1994 in Europa. Es ist auch bekannt unter dem Namen Seiken Densetsu 2. Entschuldigt mein Japanisch, ich kann es nicht. Spielt in der Welt von Final Fantasy und es gab einen Port auf die Virtual Console bei der Wii und einen Port auf iOS und Android. Dunkelheit breitet sich über dem Land aus, während die Mana-Kraft versiegt. Die Menschheit wartet auf den Helden aus der Legende, der die heilige Waffe mit sich führt. Das Mana-Schwert. Ja, im Grunde gesehen geht es darum, wie man vielleicht etwas, nun ja, etwas schwer erkennen kann. Auf der rechten Seite ist ein Junge. Dieser hat das Mana-Schwert gezogen, welches über die Zeit hin etwas geschwächt war. Und dementsprechend hat er einen Haufen an Monstern befreit, die jetzt allesamt bekämpft werden müssen, um den Frieden auf Erden wiederherzustellen. Ja, also wie schon erzählt, wie in Secret of Evermore hat man hier ein Kampfsystem. Allerdings ist dieses Spiel hier Multiplayer-fähig, was natürlich sehr schön ist, finde ich. Kann man bis zu 3 Spielern spielen und ja, das war's dann eigentlich auch schon für das Spiel. Nun denn, lasst mich noch schnell zum direkten Nachfolger kommen, zu Seiken Densetsu 3. Once when the world was yet trapped in darkness, the goddess of mana felt 8 incarnations of disaster that guided the world to destruction. The god beasts with the sword of mana and sealed them in 8 stones. And as the darkness left, the world was created. The goddess of mana turned herself into a tree and fell asleep. Many years passed. Das Ganze ist von Squaresoft, wurde 1995 nur in Japan auf den Markt gebracht. Und nun geht's weiter mit der Story. Due to the actions of some who plot to unleash the god beasts from the stones, obtain power surpassing even that of the gods and make the world their own. Conflict breaks out, heralding the end of peace. Mana is rapidly disappearing from the earth. Even the mana tree has begun to wither. Ich denke mal, ihr könnt genug Englisch, dass ich euch nicht unbedingt jetzt das Ganze übersetzen muss. Ihr habt's im Grunde gesehen schon gehört. Ja, große Änderungen hier ist, dass man nun nicht mehr warten muss, bis Attacken wieder aufgeladen sind. Allerdings hat man eine kleine Bonusbar, mit der man dann Spezialattacken durchführen kann. Hier gibt es ein Klassensystem, was auch neu war zu dem Zeitpunkt. Und ja, was gibt's noch zu erzählen? Die Spiele sind natürlich wiederum unabhängig voneinander, das heißt, müssen nicht in Kombination miteinander gespielt werden. Und das eine wird auch nicht die Fortsetzung von einem anderen sein. Ja.
Ja, zur Story, das ist ein bisschen schwierig, weil man, wenn ich es euch kurz zeigen darf, hier insgesamt sechs Leute hat, von denen man sich drei aussuchen darf. Und je nachdem, wen man ausgesucht hat, hat man dann eine etwas andere Story. Im Grunde gesehen läuft es aber auch selber hinaus, dass die Leute diese 8-Mana-Steine suchen, von denen am Anfang die Rede war. Und ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wie man sieht, ist das hier eine deutsche Fanübersetzung. Und ansonsten hätte ich behauptet, soll es das gewesen sein für diesen Teil. Im nächsten werde ich dann noch die letzten drei Spiele ansprechen. Und ja, würde sagen, bis dahin macht's gut und wir sehen uns das nächste Mal.